Die Jesuiten gelten ja immer als papstkritisch, als progressiv und solche Sachen. Und das ist eigentlich ein falsches Image. Unser neuer General hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wir Jesuiten sind mit dem Heiligen Stuhl, mit dem Papst verheiratet. Wir sind wie eine Ehe. Aber in welcher Ehe gibt es keine Spannungen? Daher gibt es zwischen uns auch mal Spannungen. Ein gehorsames Kind war ich mit Sicherheit nicht. Aber ich versuche, wenn ich einsehe, um was es geht, dann versuche ich, so gehorsam wie möglich zu sein. Also wenn ich verstehe, was dahinter steckt und wenn ich einsehen kann, für was es gut ist, dann bin ich gern gehorsam. Das Ignatianische bedeutet das auch immer, dass man sich leidenschaftlich engagiert. Also ohne Rückhalt sozusagen in eine Situation begibt und zu gucken, was ich daraus machen kann und wie ich am besten helfen kann. Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, wurde 1491 geboren. Er stammte aus altem baskischen Adel. Seine Eltern tauften und erzogen ihn im christlichen Glauben. Schon in jungen Jahren kam er an den Hof des königlichen Großschatzmeisters Juan Velázquez de Cuéllar. Damit hatte er bereits früh Zugang zu Bildung und gesellschaftlichem Leben am königlichen Hof. Dies gab ihm später Sicherheit im Umgang mit Menschen und einen weltläufigen Stil im Denken und Handeln. In seiner Ausbildung zum Ritter erlernte er Taktik und Strategie. Mit 26 Jahren trat er in den Dienst des kastilischen Vizekönigs zu Navarra und war mit politisch-militärischen Aufgaben betraut. 1521 kämpft Ignatius gegen die französischen Truppen Heinrichs II., um die Nachbarstadt Pamplona zu verteidigen. Dabei zerschmettert eine Kanonenkugel sein rechtes Bein. Er muss zurück ins elterliche Schloss nach Loyola gebracht werden. Auf dem Krankenlager wird er durch die Lektüre zweier Bücher zutiefst getroffen. Eines über die Lebensgeschichte Jesu, eines über die großen Heiligen des Mittelalters. Der heilige Dominikus hat das so gemacht, das möchte ich genauso machen. Auf diese Weise entdeckte er eine neue Welt von Ruhmestaten, die ihn immer mehr in ihren Bann zog. Er musste sich jetzt entscheiden zwischen dem weltlichen Verlangen und den Anregungen eines vollständig neuen Lebens. Er träumt von einer schönen Frau und malt sich aus, wie er sie erobert. Andererseits fühlt er sich vom Leben der Heiligen angesprochen. Diese Erfahrung der zwei unterschiedlichen Haltungen, sich mit weltlichen Dingen zu beschäftigen oder mit Gott, sind der Schlüssel für die ignatianischen Exerzitien und bestimmen die Spiritualität der Gesellschaft Jesu. Das ehemalige Schloss der Loyolas ist heute mit Basilika und Museum das größte Jesuitenheiligtum der Welt. Javier Cabasés lebt nach einem erfüllten Leben als Universitätsprofessor hier mit anderen älteren Mitbrüdern. Von überall aus der Welt kehren Jesuiten hierher zurück, nachdem sie im Sinn der Weltkirche sich in Seelsorge, Bildung oder Wissenschaft engagiert haben. Es ist nicht das klösterliche Gemeinschaftsleben, die Stabilitas der alten Benediktinerregel, die sie verband. Ignatius hat nie Klöster gegründet, sondern ein gemeinsamer Auftrag. Gott in allen Dingen immer und überall zu finden und diese Gabe weiterzugeben. Ignatius schrieb deshalb auch keine festen Gebetszeiten vor, weil Gott zu finden in allen Dingen die ganze Zeit zum Gebet macht. Ignatius entscheidet sich für den geistlichen Weg. Er verlässt seine Heimat, um fortan das Leben eines wandernden Büßers zu führen. Im Kloster Montserrat legt er seine Rüstung und seine Waffen ab. Er hält dort eine symbolische geistige Nachtwache und stattet sich mit den neuen Waffen Christi aus. Das sind der Pilgerstab und das Büßergewand. Er zieht sich in eine Höhle bei Manresa zurück
um es den Heiligen nachzutun. Er geißelt sich, steht Ängste und Qualen aus. Dann erkennt er, das Streben nach Heiligkeit liegt nicht in der äußeren Abtötung, sondern in der inneren Reinigung. Er wirft die Dornenketten von sich. Nicht der Körper bedarf der Drangsalierung, sondern die Seele der Läuterung. Darin lag eine neue Sichtweise der Sühne. Ignatius lernt seine Seele zu lesen und schreibt alles auf, was er an sich selbst beobachtet. So entstanden die ignatianischen Exerzitien, Übungen, um das Leben dem Willen Gottes entsprechend zu gestalten. Was der Ordensgründer schuf, hat sich entwickelt. Zum Beispiel zu den Exerzitien auf der Straße. Hier werden sie vor dem Abschiebegefängnis in Berlin-Köpenick durchgeführt. Die Teilnehmer orientieren sich noch immer an den Betrachtungen des Ignatius. Das Erste, was in dem Exerzitienbuch wichtig ist, ist, dass man seine Enge, seine Schuld zugibt, dass man sich sehen lässt von Gott. Das ist der Ursprung. Und das ist der Ursprung der Heilung, die wir erfahren dürfen. Und das ist auch hier immer wieder der Anfang. Zuzulassen, dass es nicht die anderen sind dort im Gefängnis, sondern dass ich ein Teil davon bin, von dem, der Gefangenschaft erleidet, aber auch Gefangenschaft begründet. Aufmerksamkeit für einen Ort, eine Situation und damit für sich selbst. Ignatius sagt, der Mensch muss sich selbst in die Hand bekommen. Freiheit! Es ist nötig, sich der eigenen Fantasie zu bemächtigen, die den Willen bestimmt. Der Punkt, der uns geschenkt wird, ist der, zu entdecken, dass es nicht die da sind und wir da, sondern dass es eine Gemeinsamkeit gibt. Und diese Gemeinsamkeit zuzulassen im Leben, das ist die Befreiung. Ignatius studiert an der Universität, erregt dort die Aufmerksamkeit der Inquisition und flieht nach Paris. An der Sorbonne trifft er die ersten seiner Freunde, mit denen er später die Gesellschaft Jesu gründet. Peter Faber und Franz Xaver. Später erweitert sich der Kreis auf 6. Ignatius und seine ersten Gefährten haben sich in Montmartre verpflichtet, nach Palästina zu fahren, um dort zu leben und zu wirken wie Jesus Christus. Er hatte eine große Liebe für die Person und die Figur Christi. Aber sie hatten bereits vorausgesehen, dass dieses Vorhaben schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden könnte. Deshalb hatten sie in der Kirche Saint-Denise einen zweiten Schwur geleistet. Sollte der Plan Jerusalem nicht binnen Jahresfrist erfüllt werden, wollten sie dem Papst ihre Dienste anbieten, bereit, auf seine Weisung hin das Evangelium auf der ganzen Welt zu verkünden. Ritter, die sich einem ausersehenen Herrn unterwerfen. Als die Wallfahrt scheiterte, sahen die Gefährten dies als den Willen Gottes an und zogen nach Rom. In der Kapelle von La Storta, an der Stadtgrenze von Rom, entstand die Idee zur Namensgebung der Gesellschaft Jesu. Ignatius kniete vor dem Kreuz und hörte Gott den Vater, wie er zu Christus sprach: Ich will, dass du Ignatius zu deinem Diener annimmst. Darauf sprach Jesus zu Ignatius: Ich will, dass du uns dienst. 1540 wird dann dieser Orden gegründet, der so ganz anders ist als die alten Orden. Die Jesuiten haben kein Ordenskleid, kein Chorgebet, keine festen Regeln, was das Gemeinschaftsleben angeht. Das soll jede Kommunität selber sich finden. Was uns verbindet von Anfang an, das ist
die besondere Betonung auf dem Gehorsam. Das Band, das uns eint, ist das Gemeinsame, was wir in der Mission, in der Sendung verwirklichen wollen. Und dazu brauchen wir einen Oberen, einen, der uns schickt. Einen, mit dem wir verbunden sind und der uns untereinander verbindet. Und das ist für Ignatius und die ersten Gefährten derjenige, der die Kirche leitet, nämlich der Papst. Im Zuge der Gegenreformation förderte Papst Gregor der 13. Ignatius und seine Gesellschaft Jesu. Er hoffte, sie würden ein Bollwerk gegen die Gefahr der Reformation errichten. Nach 15 Jahren zählte der Orden bereits über 1000 Mitglieder. Es entstanden Jesuitenhäuser auf der ganzen Welt, bis hin nach Brasilien und Japan. Das Noviziat der deutschen Jesuiten befindet sich in Nürnberg, in einer ehemaligen Fabrikantenvilla, dem jetzigen Rupert-Meyer-Haus. Es bietet großzügige Unterbringung und moderne Schulräume. Wer vorhat, ein Ordensleben zu führen, bereitet sich hier darauf vor. Die jungen Männer, die hierher kommen, haben diese 2 Jahre. In dieser Zeit sollen sie zu dieser Lebensentscheidung kommen, ob das tatsächlich ihr Weg ist, ob das ihr Leben ist in dieser Gemeinschaft mit dieser Spiritualität. Und der Sinn ist, dass sie sich selber kennenlernen in dieser Zeit, dass sie in einer echten persönlichen Gottesbeziehung hineinwachsen, dass sie den Orden kennenlernen, weil das ist der Rahmen, und dass sie sich selbst prüfen und sich prüfen lassen, ob dieser Weg für sie stimmig ist, ob sie darin Frieden finden und auch froh und lebendig und glücklich werden. Nicht nur Theorie, wie die Geschichte, Rechte und Finanzen des Ordens sind Schwerpunkte der Ausbildung. Die Novizen müssen auch in der Küche mithelfen. Und sie müssen Putzarbeiten verrichten. Sie sollen Armut, Keuschheit und Brüderlichkeit erfahren und natürlich den Gehorsam erlernen. Dafür gibt es strenge Regeln, die manchmal auch lästig sein können. Wenn es einen Anlass zu feiern gibt und wir dann einfach Spaß haben, abends auch länger zusammenzusitzen und uns ein Bier zu holen und ja, einfach gut zusammenzusitzen und nicht auf die Zeit zu achten. Dann, wenn man dann am nächsten Tag hört, ja, aber ihr wisst, ihr hättet um 22:30 mal langsam auf euer Zimmer gehen sollen, das tut schon weh. Das ist nicht schön. Es geht nicht, wie oft unterstellt wird, um Kadavergehorsam, sondern um eine Form der Erkenntnis. Der Gehorsam ist ja grundsätzlich eine Möglichkeit, wie auch die anderen Gelübde, dass wir nicht bei unseren Neigungen und Bedürfnissen hängen bleiben, bei unseren Emotionen auch, sondern dass wir etwas aus uns heraussteigen und uns auf ein Du, auf den Nächsten ausrichten können. Also ich war vorher Lehrer und jetzt soll ich im Nebenexperiment im Altenheim da mit älteren Damen sitzen, wo ich dachte, naja, warum muss ich das jetzt noch tun? Aber es hat dann doch seinen eigenen Wert und es ist ein Dienst, den man nur spürt und merkt, was es bewirkt, wenn man es wirklich tut. Nach 2 Jahren Ausbildung legen die Novizen ihre ersten Gelübde ab. Dann heißt es, das im Leben auszuführen, was ihr Oberer verlangt. In der Nummer 547 schreibt Ignatius über den Sinn des Gehorsams. Dass er sagt, das Entscheidende ist, dass wir hörende Menschen sind als Jesuiten. Sie verstehen, dass für Ignatius das der springende Punkt ist. Weil er sagt, nur wenn ich die Sache auch verstehe und einsehe, werde ich auch emotional dahinter stehen. Ich denke, es geht ja nur, wenn sie innerlich frei sind. Also wenn nicht alles nach ihren Emotionen, nach ihren Wünschen und nach ihrem Kopf laufen muss. Darum gibt es ja einen schönen Ausspruch vom heiligen Ignatius, der so sinngemäß sagt, dass der Gehorsam ein Kind der Freiheit ist. Auch wenn die Jesuiten kein klassisches gregorianisches Chorgebet haben, so treffen sie sich doch jeden Tag zu einer kurzen Andacht in der Kapelle. Löse was in sich
Zeit des heiligen Ignatius gab es die Ständegesellschaft, also den Diener, der dem Herrn gehorchen musste, und es gab keine Möglichkeit, aus dieser Situation auszubrechen, aus ökonomischen Gründen und aufgrund dieser inneren Abhängigkeit. Langsam hat sich in der Geschichte entwickelt, dass es ökonomisch möglich wurde, für Menschen ihren Lebensweg selbstständig zu wählen, aber auch aufgrund der inneren Befreiung, die Würde des Menschen, auch durch die Aufklärung, die erkannt wurde und wo es dann mehr und mehr die Menschen auch aus dieser Abhängigkeit geschafft haben, herauszutreten und selbstständig ihren Lebensweg zu wählen. Für die Jesuiten wurde der Gehorsam zur Tugend. Er wird auch als eine Sendung zum Kreuz Christi verstanden, weil durch den Gehorsam ein jeder mit Christus mitgekreuzigt wird, auf dass er, wie die Apostel, Stärke beweise. Die heutige päpstliche Hochschule wurde 1551 von Ignatius selbst gegründet. Er wollte eine eigene Hochschule, denn an den großen Universitäten Europas wüteten Aufklärung und Reformation gegen die wahre katholische Theologie. Papst Gregor XIII. Galt als der große Förderer. Deshalb erhielt die Universität auch nach ihm den Namen Gregorianer. Sie gilt bis heute als Kaderschmiede der katholischen Kirche. In der internationalen Atmosphäre dieses Ortes spiegeln sich die weltweiten Verbindungen des Ordens. Hier studierten etliche Päpste, Kardinäle, Bischöfe und Generalobere von Ordensgemeinschaften. Im Sinne ihres Ordensgründers eilen die Jesuiten in päpstlichem Gehorsam dort zu Hilfe, wo die Kirche den Angriffen der säkularen Kultur ausgesetzt ist. Eine solche Aufgabe forderte einen hohen Bildungsgrad sowie die Offenheit für alle wissenschaftlichen und interreligiösen Beziehungen. So war das Studium von Anfang an Grundvoraussetzung für jeden Jesuiten. Für Ignatius, für die Jesuiten, ist die Welt im Kern gut. Und das bedeutet auch, dass wir ein Interesse haben, all das kennenzulernen, uns mit dem auseinanderzusetzen, was die Welt ist, in ihrem Großen und in ihrem Kleinen. Und deshalb ist alles wert, studiert zu werden und gekannt zu werden und besser gekannt zu werden. Vertraue so auf Gott, als hinge alles von deiner eigenen Anstrengung ab, und mühe dich in der Weise, als liege alles in den Händen Gottes, sagte Ignatius damals zu seinen Mitbrüdern. Weltweit verwalten die Jesuiten 200 Universitäten, 445 Hochschulen sowie viele weitere schulische Einrichtungen. Es geht nicht nur darum, dass ich ein Wissen ansammle, damit ich gut dastehe, damit ich brilliere vor anderen, sondern dieses Wissen soll dazu dienen, dass ich anderen helfen kann. Martin Stark, ehemals Journalist, besucht dreimal die Woche Häftlinge im Abschiebegewahrsam Berlin-Köpenick. Ausländer, die in Berlin ohne gültige Papiere aufgegriffen werden, kommen hierher. Die meisten sind keine Kriminellen. Sie sind einfach nur unerwünscht. Viele sitzen über ein Jahr, bevor die Behörden entscheiden. Zermürbungstaktik. Pater Martin Stark kümmert sich. Er tut das im Auftrag des Ordens, auf Anweisung, aber mit Herz und Überzeugung. Von Schleppern eingeschleust, kamen viele hierher in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich würde sagen, eine unabhängige Position. Also ich bin kein Behördenvertreter und kann mich trotzdem hier drin frei bewegen. Und deswegen, das ist ein großer Vorteil. Für viele Leute bin ich der letzte Rettungsanker sozusagen, der ihnen nochmal helfen kann, nochmal alles zu wenden. Werde mit vielen Erwartungen hier konfrontiert.
kann aber dann doch das eine oder andere wirklich bewegen. Neben seinen seelsorgerischen Tätigkeiten hilft Martin Stark den Insassen beim Ausfüllen und Verstehen von Bescheiden mit Behördengängen. Der Jesuit Refugee Service, dem Martin Stark vorsteht, hat einen Rechtsmittelfonds. Aus dem werden Anwälte bezahlt, die versuchen, Aufenthaltsgenehmigungen zu erwirken. Stark spricht mehrere Sprachen und sorgt auch schon mal für medizinische Hilfe. Ich habe nur eine begrenzte Kapazität und kann nur begrenzt helfen auch. Und in vielen Fällen kann ich eben auch nichts tun, sondern kann immer nur das aushalten, dann mich auch einfach nur dazusetzen und mir immer wieder dieselbe Geschichte anhören und sagen, ja, es ist so, versuchen zu erklären, aber dann auch zu sagen, dass wir jetzt nichts machen können. Und einfach, es geht nur darum, dann die Zeit abzusitzen, zu warten und die Hoffnung dann doch nicht aufzugeben, denn auch nach einer Abschiebung geht das Leben dann ja doch auch irgendwie weiter. Darüber dann zu sprechen, das ist dann die Aufgabe. Hallo? Hallo? Mein Name ist Stark, ich bin hier der Seelsorger in der Haft. Müssen wir nochmal nachfragen, ob die das, aber das würden sie machen, ein Ticket selber besorgen. Jesuiten waren und sind immer an den schwierigsten und vordersten Fronten. Bei ideologischen Auseinandersetzungen, wo soziale Konflikte aufbrechen. Dort, wo Ungerechtigkeit herrscht und die menschliche Würde verletzt wird. So auch in Südamerika im 18. Jahrhundert. In Paraguay entstanden die Jesuitenreduktionen, geschützte Siedlungen, in denen die Indianer nicht der Willkür der weißen Oberschicht und der Sklavenhändler ausgesetzt waren. Die Jesuiten boten ihnen ein neues christliches Selbstbild an. In China unterrichteten sie westliche Wissenschaften, um auf diese Weise christliches Gedankengut einzuführen. Wie gehe ich vor? Wie knüpfe ich an die Kultur? Gehe ich positiv vor und sage, okay, die chinesische Kultur hat ihren Wert. Junge Frauen und Männer können sich beim Jesuit Voluntary Service in Nürnberg über Möglichkeiten eines freiwilligen Missionseinsatzes irgendwo auf der Welt informieren. Dabei wird ihnen auch Hintergrundwissen zur frühen Missionsgeschichte vermittelt. Padre Matteo Ricci hatte die Idee, die Oberschicht zu gewinnen in China. Und deshalb inkulturierte er sich wie ein Gelehrter. In Asien wird die Inkulturation zur neuen Methode der Verkündigung. Die Jesuiten passten sogar ihre Kleidung der jeweiligen Kultur an und ließen auch ihre Riten zu. 1715 verbot Papst Clemens XII. Die chinesischen Riten. Der Kaiser war verärgert und ließ sämtliche Missionare ausweisen. Auch aus ihren Reduktionen in Paraguay wurden die Jesuiten vertrieben. Ruinen erinnern noch immer an diese Zeit. Der Orden hatte mit Hilfe der Indianer große Gewinne erwirtschaftet und die spanische Krone nicht daran teilhaben lassen. Deshalb kam es zum Krieg gegen die Heilsbringer. Doch ihr weltweites Engagement ließ nicht nach. Noch immer laufen alle Fäden des global operierenden Ordens in Rom zusammen, im Vatikan. Der heilige Franz Xaver ist nach Indien und nach Japan, um das Wort Gottes zu verkünden, und zwar im Auftrag des Papstes. Und so hat der Papst eben im Jahr 1931 die Jesuiten beauftragt, den Sendern die Hand zu nehmen, weil der Papst kann eigentlich anderen Orden, Benediktinern, Franziskanern, Kapuzinern, nicht einfach sagen, bitte macht das. Den Jesuiten kann er das, so einen Auftrag geben, und er hat es getan. Radio Vatikan informiert weltweit über Politik und natürlich über die Kirche.
Infolge der guten Infrastruktur der katholischen Kirche erfährt der Sender oft früher von wichtigen Ereignissen als andere Medien. In der Programmgestaltung sind die einzelnen Sprachabteilungen unabhängig und eigenverantwortlich. Im deutschsprachigen Raum hat der Sender durchschnittlich 500.000 Hörer pro Abend. Brasilien. Mit stehenden Ovationen haben mehr als 300 Bischöfe und Experten ihre Solidarität mit dem Amazonasbischof Erwin Kreutler gezeigt, der mit dem Tod bedroht worden war. Iran. Präsident Ahmadinejad ist mit dem neuen Vatikanbotschafter zusammengetroffen. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Der iranische Präsident soll bei dem Treffen eine deutliche Stellungnahme von Papst Benedikt gegen die, wie er sagte, Verbrechen der Großmächte gefordert haben. Wir versuchen anständig zu informieren. Das heißt, auch wenn päpstliche Positionen vielleicht vielen Katholiken nicht gefallen, dann sollen sie doch präzise wissen, was der Papst gewünscht und gesagt hat. Weil mir geht es eben darum, dass man nicht nur halb informiert ist und nicht nur irgendwie so ein bisschen was mitbekommen hat, sondern präzise informiert ist. Das ist eigentlich unsere Intention. Die Pfarrei St. Corbinian in München. Eine weitere Geschäftsstelle des Jesuit Refugee Service, der in 50 Ländern tätig ist. Migranten in schwierigen Lebenssituationen bekommen hier Beratung, aber auch praktische Hilfe. Sieben Jesuiten leben, arbeiten und beten hier. Direkt neben ihrer Kirche soll jetzt auf einem Parkplatz eine Moschee gebaut werden. Sehr zum Missfallen der umliegenden Bewohner. Ein letzter Bürgerentscheid steht noch aus. Das Nebeneinander der Kulturen ist noch keine Selbstverständlichkeit. Es ist schon damit zu rechnen, dass die Moschee dann auch kommt, dass die gebaut wird. Und wir als Jesuiten sind ausdrücklich eigentlich zum Dialog bereit, zu nachbarschaftlichem Dialog, den interreligiösen Dialog. Und wir meinen, eine nachbarschaftliche Freundschaft lässt sich besser führen, wenn man auf Augenhöhe ist und nicht, wenn die eine Religion sozusagen im Hinterhof ihren Gottesdienst feiern muss und die andere Religion eine prächtige große Kirche hat. Eckhard Frick hat gemeinsam mit dem türkischen Imam und einem jüdischen Rabbi ein Buch für Ärzte und Krankenhauspersonal geschrieben. Das Thema: der unterschiedliche Umgang mit Krankheit und Tod innerhalb der drei großen Religionen. Auch eine jesuitische, interreligiöse Übung. Viele Stunden hat sich der Jesuit mit dem Alltag, der Denk- und Lebensweise der islamischen Kultur auseinandergesetzt. Auf Türkisch, Apisharasi, Namus. Zwischen den Beinen, zwischen den Beinen. Und die Blicke zu Boden schlagen, das heißt, respektieren. Respekt ist ein guter Ausdruck dafür. So lebt das Prinzip der Inkulturation fort. Der Weinberg des Herrn kann auch in einer türkischen Teestube bestellt werden. Es gibt zum Beispiel ein interreligiöses Fest, was jetzt gerade in der evangelischen Himmelfahrtskirche war. Da sind wir auch beide gewesen. Dennis hat gegrillt. Und das ist so ein Beispiel, dass Menschen sich sehen, miteinander feiern, sich begegnen und einen Moment die ganz große Politik auch vergessen und mehr empfinden, dass sie Nachbarn sind, dass sie miteinander in einer Stadt wohnen. Auch Innsbruck in Österreich ist eine wichtige Provinz des Ordens, wie die Jesuiten ihre Standorte nennen. 1521 wurde hier von dem ersten deutschen Jesuiten Petrus Canisius ein Kolleg gegründet. Er hatte als Prediger am Hof Kaiser Ferdinands Erfahrungen im Umgang mit Politik, kannte aber auch die Eigenarten des Ordens.
Deshalb konnte er in der schwierigen Anfangszeit so manche Wogen glätten. Er ist Namensgeber des Canisianums, ein internationales Priesterseminar für Studierende der katholischen Fakultät der Universität Innsbruck. Herr, unser Gott, wir preisen dich, denn du hast denen, die auf dich vertrauen, Leben und Nahrung versprochen. Die jungen Priester kommen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. In den einzelnen Gruppen lebt ein großer kultureller Reichtum. Ein Schatz, den es immer wieder zu heben gilt. Bei Festen und Gesprächen, bei Auseinandersetzungen um Sicht- und Beurteilungsweisen verschiedener Probleme. Schon früh waren die Jesuiten Beichtväter an vielen europäischen Fürstenhöfen. Das gab ihnen Macht, aber es wuchs auch das Misstrauen, dass sie politische Entscheidungen beeinflussten. 1773 hebt Papst Clemens XIV. Auf Drängen von Portugal, Spanien und Frankreich den Orden auf. Nur Katharina die Große gewährte ihnen Zuflucht in Russland, wo die päpstliche Autorität sowieso nicht anerkannt wurde. Und auch Friedrich II., König von Preußen, wollte die Vorteile des jesuitischen Schulsystems nicht aufgeben. In 1814 wurde der Orden durch Papst Pius VII. Wieder zugelassen, da sich die Vorwürfe als haltlos erwiesen. Sein Vorgänger hatte unter Gewaltandrohung gehandelt, deshalb konnte seine Verfügung wieder außer Kraft gesetzt werden. Das Jesuitenkolleg in Innsbruck wird kurz darauf wieder eröffnet und nimmt seine gewohnte Arbeit auf. 1939 erlitt es jedoch den nächsten Schlag. Es wurde vom nationalsozialistischen Regime enteignet und als Polizeikaserne genutzt. Die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts führten in Europa einen unerbittlichen Kampf gegen Religion, Kirche und Orden. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland stößt in der katholischen Kirche auf zwiespältige Reaktionen. Schon früh warnten Jesuiten vor der braunen Gefahr. Schon wenige Monate nachher wurde die theologische Fakultät aufgehoben. Man hat sich damit beholfen, dass man diese Fakultät als kirchliche Fakultät fortgesetzt hat, ohne die staatliche Anerkennung. Auch damit waren die neuen Machthaber nicht zufrieden. So wurde dann auch das Canisianum geschlossen. Für die Nazis waren die Jesuiten neben Juden und Freimaurern Verschwörer und Volksschädlinge. Die Führung der SS bewunderte insgeheim den Orden wegen seiner perfekten Organisation, der Doktrin des Gehorsams und der äußerst effizienten Informationsbeschaffung. Es war ja auch eine Art neue oder eine Art Ersatzreligion, ja? Eine eigene Mythologie, die sie bilden wollten. Ja? Und so war die Kirche in manchem ein Vorbild, wenn man denkt an die vielen Aufmärsche, die wie eine große Liturgie waren, aber mit der sie auch die Liturgie der Kirche auf längere Sicht ersetzen wollten. Die Gesellschaft Jesu war für Himmler geschichtliches Vorbild, nachdem er seine SS strukturieren wollte. Zum einen die straffe innere Struktur des Jesuitenordens, von ihrer Gründung her sehr eng mit dem Papst verbunden. So konnten sie für die Nationalsozialisten sozusagen vielleicht zur Speerspitze der katholischen Kirche gezählt werden. Zudem waren eine Reihe von Jesuiten auch im Widerstand tätig. Denken wir etwa an Pater Delp, der Mitglied des Kreisauer Kreises war und von den Nationalsozialisten verhaftet, verurteilt und hingerichtet worden war. Wegen Kontakten zu den Hitler-Attentätern des 20. Juli wurde er in Berlin-Plötzensee erschossen. Die NS-Propaganda gegenüber dem Orden nahm zu. Schulen und andere Einrichtungen der Jesuiten wurden geschlossen.
Sie bekamen Predigtverbot, wurden verhaftet und einige zum Tode verurteilt. Nach 1945 intensiviert der Orden wieder Forschung und Lehre. Karl Rahner, einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts, lehrte an der wiedereröffneten Theologischen Fakultät in Innsbruck als ordentlicher Professor für Dogmatik. Als Schüler von Martin Heidegger versuchte er eine Synthese der theologischen Tradition mit dem Denken der Moderne. Innsbruck wurde zu seiner theologischen Werkstatt. Er hielt Vorlesungen und Seminare, predigte regelmäßig und gab Exerzitien. Aber vor allem schrieb er. Die Bibliographie des großen Theologen umfasst mehr als 4000 Titel. Die Gesamtausgabe seines Werks besteht aus 32 Bänden. Karl Rahner habe ich kennengelernt als Student und habe sehr geschätzt seine Weise des Vortrags. Er hatte eine Weise, nicht bloß etwas vorzulesen, sondern gleichsam uns vorzudenken und denken zu sprechen, auf und ab zu gehen. Und für manche andere Kollegen allerdings war das etwas eine Überforderung, weil er sehr viele Voraussetzungen auch auf philosophischer Weise gebracht hat. Und ich war in der glücklichen Lage, dass ich vorher schon mein Doktorat in Philosophie in Wien gemacht habe. So war das für mich ein reiner Genuss. Da er immer wieder öffentlich die Missstände der Gesellschaft, aber auch der katholischen Kirche kritisierte, wurde er als Protagonist der Freiheit in der Theologie bezeichnet. Die Besinnung auf die Grundlagen. Und es ist oft so, wenn Menschen miteinander sprechen und wenn sie ihre Vorstellungen haben, die manchmal gegensätzlich sind, dann ist es hilfreich zu fragen, worauf gründen sie sich und worin liegen vielleicht Anlässe für Missverständnisse. Und da kann dieses konsequente Zurückgehen auf die historischen Quellen, auf die Glaubensquellen oder auf philosophische Grundlagen eine Hilfe sein, Menschen zueinander zu führen. Karl Rahner war maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Vatikanischen Konzils 1960 beteiligt, dessen Botschaft Dialog mit der Gesellschaft, mit der modernen Welt und mit anderen Religionen lautete. Er hat sich jedoch nie im elfenbeinernen Turm der Wissenschaft versteckt, sondern neben hochtheologischen Fragen auch pastorale und geistliche Themen aufgegriffen. Einmal meinte er lapidar: Ich habe kein Leben geführt. Ich habe gearbeitet und meine Pflicht getan, mein täglich Brot zu verdienen. Ich habe in dieser üblichen Banalität versucht, Gott zu dienen. Fertig. In den 60er Jahren geht die Zahl der Jesuiten zurück, was eine neue Konzentration auf das fordert, was für ihr Apostolat das Wesentliche war. Unterhaltung von Schulen und die Erziehung junger Menschen in humanistischer Bildung. St. Blasien, ein Gymnasium mit Internat im Schwarzwald, gibt es noch heute. In vielen Ländern der Welt hatte der Orden ein Monopol auf dem gymnasialen Sektor. Durch die gute Ausbildung der Jesuiten selber hatten ihre Schulen immer ein sehr hohes Niveau. Dieser Ruf gilt noch immer. Und der kostet auch. Eine gewisse Schicht bleibt hier unter sich. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Der Versuch, den wir hier machen, ist es, dass die Religion, dass der Glaube nicht Sahnehäubchen ist, das oben sozusagen auf der heißen Suppe oder auf dem heißen Kaffee schwimmt, sondern dass das, was wir sagen, wenn wir über Gott reden, dass das, was wir sagen, wenn wir über Religion und religiöse Vollzüge reden, dass das irgendwie tatsächlich gelebt wird, dass es durchdringt, das, was wir tun. Deswegen haben wir zum Beispiel die Kindergottesdienste mitten in den Stundenplan hineingetan, dass wir sagen, wir möchten, dass die Kinder nicht über Gott reden, sondern dass sie ins Gebet kommen. Wenn wir genau hinhören,
Dazu müssen wir ganz still werden. Draußen den Steinenbach. Heute ist er ganz, ganz sacht nur unterwegs. Und am Ende unserer kleinen Übung versuchen wir, in uns selbst reinzuhorchen. Wir kommen wieder hierher in unseren Raum und stellen fest, alle sind noch da. Wir wollen ein Lied singen, Nummer 25. Ich lobe meinen Gott. Und dann haben die Jesuiten sehr schnell entdeckt, dass Schulen Orte sind, an denen sehr viel mehr passiert als nur Unterricht. Und dann hat sich sehr, sehr schnell in der frühen Geschichte des Ordens eine Bewegung, müsste man sagen, gebildet. Und viele Schulen wurden übernommen bzw. dann auch gegründet. Nicht zuletzt auch in Deutschland, wo sie, ich denke, man kann sagen, auch Ausdruck einer gegenreformatorischen Bewegung war. Man wollte dem reformatorischen Impetus etwas dagegenhalten. Danach dürft ihr es essen. Nein. Okay, dann sag ja. Willst du die Nüsse? Heute stehen Gemüse und Früchte auf dem Lehrplan. Jesuitische Erziehung bemüht sich, ein Gespür für das Wunderbare und das Geheimnisvolle der Schöpfung zu entwickeln und die Lust auf mehr Wissen zu steigern. Das Streben nach Macht gehört zu den überholten Klischees des Ordens. Vielleicht sind sie deshalb ihrem Gründer wieder näher. Ignatius von Loyola bestand auf dem radikalen Gutsein der Welt. Er hielt jedes Element der Schöpfung für wert, studiert und betrachtet und für geeignet, immer weiter erforscht zu werden.